Sule, Dobro, Si, Ikro, Danas. Zwei Heimspiele, zwei Tore, was sagst du? Ja, besser kannst du jetzt auch vor der Kulisse da zwei Tore machen, im letzten Heimspiel auch und heute wieder. Ich hätte nur zwei machen können, aber leider wollten es nicht einer. Aber nichtsdestotrotz, wir haben gewonnen, das ist das Wichtigste, obwohl es am Schluss noch sehr, sehr schwitzig war. Bin ich fast durchgedreht, wenn man das 3-3 auch noch kriegt. Aber das darf nicht passieren, das muss uns alle Jahre sein, dass das Spiel 90 Minuten geht. Und von dem müssen wir profitieren. Aber am Ende zählt der Sieg und das ist wichtig. Du hast das schon angesprochen, am Schluss war es noch ein bisschen höher. Weißt du, warum? Oder aus deiner Perspektive, wie ist es dazu gekommen? Ja, von draußen, ja, von den Einwechselspielern, jetzt, da muss ein bisschen mehr kommen, die müssen mehr Feier reinbringen, da müssen mehr Chancen rauskommen, da muss einfach mehr rausschauen, weil wir führen 3-0 und das müssen wir halten, da musst du nur das 4 oder 5-0 machen, dann hast du die Partie, aber dann machen die den Anschlusstreffer, ist klar, dann presst du es noch voll drauf, dann du hast dann das 3-2 noch in 2-3 Minuten, 2 Tore, dann kannst du brennen, also dann nur die Nachspielzeit auch noch 5 Minuten, glaube ich, oder noch geben, also da kannst du noch schnell gehen, also das Spiel geht bis zur letzten Sekunde und dann müssen wir da sein und das muss ja, wie gesagt, unser Jahr sein und das, sowas darf nicht passieren. Erste Halbzeit war aber voll gut und ihr habt voll gut gespielt und da könnt ihr alle stolz auf euch sein. Wie würdest du sagen, da, was du persönlich zu dem Spiel dazu beigetragen hast, dass zu den 3 Punkten gekommen ist? Ja, in der ersten Halbzeit haben wir wirklich gute Phase gehabt, mit Ball auch die Chancen, Halbchancen gehabt und endlich haben wir über Standard ein Tor gemacht. Das hat gefällt und das hat uns dann die Sicherheit gegeben, das 1-0 dann. Und dann habe ich auch noch den Anschlusstreffer gemacht, weil die halt dann sehr offen waren in der ersten Halbzeit. Das haben wir dann ausgenutzt und dann gehst du halt mit 2-0 in die Halbzeit rein. Und da hast du Sicherheit dann für die zweite Halbzeit. Bis halt brenzlig war, bis 80. haben wir es gut gemacht mit dem Ball. Ja, wie gesagt, wir hätten noch 2-3 Tore machen können. Aber ja, wie gesagt, es waren sehr, sehr gute Phasen dabei, mit und gegen den Ball. Wir haben fast nichts zugelassen, also nur am Schluss dann, aber so halt gegen den Ball waren wir kompakt und so müssen wir weiter tun. Also für nächste Woche auswärts, da muss jetzt einmal klappen, dass wir auswärts einmal jetzt so Gas geben und so spielen, wieder haben. Und weil in der Auswärtstabelle, da sind wir, ich glaube, drittletzter oder so und das kann es nicht sein. Und da müssen wir halt wirklich jetzt, auch jetzt die nächsten 2 Auswärtsspiele haben wir jetzt vor uns und da müssen wir punkten. Ja. Überwiegt jetzt bei dir mehr die Freude auf die 3 Punkte oder sagst du bist trotzdem ein bisschen wegen der Endphase? Ja, was soll ich sagen, es ist schon ärgerlich, wenn du 2 Tore in 2-3 Minuten kriegst, aber andererseits bin ich froh, dass ich Assist und Tor gemacht habe heute und wir haben das Spiel trotzdem gewonnen und das zählt heute und die 3 Punkte sind wichtig und von dem werden wir lernen, von der Videoanalyse, werden wir alles analysieren und dann nächste Woche definitiv besser machen. Du hast ja schon gesagt, 3 Punkte sind das Wichtigste. Danke fürs Interview und viel Spaß beim Feiern, falls heute gefeiert noch wird. Spaß, danke. Am Schluss habt ihr es ein bisschen spannend gemacht. Warum? Was ist da passiert? Boah, das war so natürlich nicht geplant. Ja. Jetzt kann man hinten noch sagen, wer weiß, für was es gut ist. Ja, die Bäume nicht zu hoch in den Himmel wachsen, bis dorthin war es ein gutes Spiel bis zum 3-1 und dann ist uns ein bisschen entglitten. Das haben wir gewusst, dass Gleichenberg hinten raus Qualität hat und das nicht aufgeben und dann hat uns dann, glaube ich, doch ein bisschen die Panik gepackt, sage ich jetzt einmal. Aber erste Halbzeit war es super. Ja, auch nicht vom Beginn weg. Also wir waren in den ersten Minuten meiner Meinung nach noch nicht so da. Ist der zweite Halbzeit ähnlich gewesen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ein bisschen zu fehleranfällig und dann aus meiner Sicht im Verhalten nach Ballverlust in die Umschaltsituationen zu wenig giftig. Und das deckt das in beide Halbzeiten, also Stand jetzt. Aber ja, es waren viele gute Szenen dabei und wir sind natürlich auch mit viel Leistungen von den Einzelspielern und als Mannschaft sehr zufrieden. Ja. Der Alvaro ist heute auf der Ersatzbank gesessen, obwohl er eigentlich immer in der Startelf war. Warum? Er war zu Beginn der Woche nicht fit. Dann haben wir eigentlich die ganze Woche mit dem Toni auf der Doppel-6 mit Martin trainiert. Gestern hat er sich zum Abschlusstraining wieder fit gemeldet und dann haben wir beschlossen, dass wir so starten, wie wir den Großteil der Woche trainiert haben. Es geht ihm soweit gut. Und wie er reinkommen ist, war es okay, was er gemacht hat. Suli, was ist mit ihm los? Sulejmanovic, er hat jetzt bei den 2 Heimspielen jeweils immer ein Tor geschossen. Ich glaube, wir haben einen guten
also eine gute Position gefunden, einen guten Umgang auch gefunden mit ihm. Die Achse funktioniert ganz gut auf der rechten Seite. Ja, schön. Schön, wenn sie Dinge für die Spieler bezahlt machen. Sie haben viel investiert. Alles cool. Freut mich richtig dort, ja. Wie würdest du das Spiel nochmal im Großen und Ganzen analysieren? Ich glaube, dass viel von dem, was wir uns vorgenommen haben, zum Gespüren oder zum Sägen war am Platz. Ich glaube, dass die Überlegungen prinzipiell fast alle passt haben. Fast alle, ja. Micky tut uns im Moment auf der Neuen richtig gut. Die Art und Weise, wie er Bälle fixiert, wie er Luftzweikämpfe führt. Und natürlich auch, wie er in der Box gefährlicher und gefährlicher wird. Er ist jetzt kein kleiner Stürmer, aber ich finde, er macht es von Woche zu Woche halt auch besser. Ja, Führung gegangen, das hat uns geholfen. Dann waren viele coole Szenen dabei, also viele Offensivszenen, viel Klarheit gegen den Ball und Struktur, was uns Gleisdorf ein bisschen gefällt hat. Ja, und zweite Halbzeit hätte es klarer sein können, vielleicht sollen. Ja, unterm Strich. Gewonnen ist gewonnen, mehr als 3 Punkte werden nicht vergeben.